Eine Gesprächsrunde zum modernen Wohnen fand im ehemaligen Klostergebäude von Regnens Wagner in Michelfeld statt. Am Anfang stellte Peter Miltenberger, Gesamtleiter der Einrichtung in Michelfeld, das Konzept und seine Kosten vor. Seit der letzten Modernisierung von 1970 seien sehr viele Punkte verbessert worden. Aber nun müsse man weiterdenken, so Miltenberger. Ein Denkmal von nationaler Bedeutung sei es und so muss es auch erhalten werden. Zu der Gesprächsrunde war auch Landrat Reisinger anwesend, sowie Bezirkstagspräsident Löffler und weitere Persönlichkeiten. Einstimmig war der Tenor, dass schnell gehandelt werden muss. Als absolute Dringlichkeit wurde ein vorgezogener Brandschutz zur Vermeidung der sofortigen Schließung der Einrichtung angebracht. Insgesamt spricht man von ungefähr 34 Millionen, die man investieren muss. Zusammen mit dem Freistaat Bayern, dem Bezirk Oberpfalz, auch die Bayerische Landesstiftung, die Städtebauförderung, die Stadt Auerbach in der Oberpfalz und die Aktion Mensch beteiligen sich. Die derzeitige Finanzierungslücke beträgt allerdings noch 12,8 Millionen Euro. Man will nun versuchen, diese zu verkleinern, Bundesmittel zu eruieren und einen runden Tisch mit Vertretern der Politik zu suchen. Das Ziel ist, dass das Projekt 2018-2019 umgesetzt werden kann. Am Ende des Gesprächs führte Miltenberger dann seine Gäste noch durch einige Räume, um zu zeigen, wo und warum man das Projekt vorantreibt.